Hallo, in diesem Video geht es um die Umsetzung von ostasiatischen Klängen anhand des japanischen Volkslieds Sakura. Inspirationsquellen hierfür können Spielweisen von traditionellen japanischen Instrumenten sein, so zum Beispiel Koto oder Shamisen. In dem Lied werden Nebelschwaden und Morgenstrahlen in rosa-weißer Landschaft beschrieben, denn Sakura heißt Kirschblüte und markiert als Frühlingsbote im japanischen Kalender einen Höhepunkt. Es singt Yuki Bauernschmidt. Sakura, Sakura, Yayoi no sora wa miwatasu kagiri, kasumi.